So bekommst du das Leben, das dir zusteht. Eine glückliche und unbeschwerte Kindheit ist das Fundament, auf dem unser gesamtes restliches Leben aufbaut. Für sie gibt es keine zweite Chance und ist sie einmal vorbei, kommt sie nie wieder zurück. Hatten wir Glück und gute Startbedingungen, profitieren wir lebenslänglich davon. War unser Aufwachsen jedoch geprägt von Lieblosigkeit, Gefühlskälte oder gar Missbrauch und traumatischen Erlebnissen, verfolgen uns auch diese Dämonen ein Leben lang. Sie mischen sich in alle Aspekte unseres Daseins ein und verlangen immer dann gehört zu werden, wenn es gerade einmal gut läuft für uns. Lass das Trauma nicht gewinnen. Wir zeigen dir heute ein paar Möglichkeiten, wie du dir als erwachsener Mensch dein Recht auf ein glückliches Leben zurückholen kannst. Nummer 1. Such dir professionelle Hilfe. Ein Kindheitstrauma ist keine Kleinigkeit. Die wenigsten Menschen schaffen es ganz allein, sich diesen düsteren Fängen erfolgreich zu entziehen. Wenn du spürst, dass dich diese Erinnerungen und Gefühle immer wieder derart einholen, dass ein sorgenfreies und glückliches Leben nicht möglich ist, brauchst du eine helfende Hand. Such dir eine Therapeutin oder einen Therapeuten, denen du vertrauen kannst und die dir spontan ein gutes Gefühl vermitteln. Nummer 2. Du bist am Zug. Die gute Nachricht für alle, die immer noch unter ihrer schlimmen Kindheit leiden, lautet: Nun liegt es zu 100% an dir, was du aus deinem Leben machst. Du bist nicht länger das hilflose Opfer, das den Umständen ausgeliefert ist. Du entscheidest, wie du dein Leben gestalten möchtest und wie viel Einfluss deine Vergangenheit auf deine Zukunft haben darf. Nummer 3. Irgendwann musst du loslassen. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um sich endgültig aus den Fängen einer schlimmen Kindheit zu befreien. Jeder Zeitpunkt ist der richtige dafür. Glaub es oder nicht, aber du bist mit jedem Atemzug nur eine Entscheidung davon entfernt, den Rest deines Lebens beginnen zu lassen. Stell dich vor den Spiegel und entscheide dich bewusst und ausdrücklich dafür, dass deine Kindheit ab sofort keine Macht mehr über dich hat. Nummer 4. Teile deine Erfahrungen. Das einzig Gute, was du aus einem Kindheitstrauma mitnehmen kannst, ist, anderen Menschen ihren Schmerz zu nehmen, indem du den deinen mit ihnen teilst. Es tröstet ungemein zu erfahren, dass man mit seinem Leid und seiner elenden Vergangenheit nicht allein ist. Wenn du kannst, sprich über deine Erfahrungen. So gibst du anderen Menschen Hoffnung, die diesen Berg noch nicht erklommen haben, und sensibilisierst deine Mitmenschen für dieses Thema. Nummer 5. Erkenne die Möglichkeiten, die deine Vergangenheit dir für die Zukunft bietet. Es gibt, so zynisch das auch klingen mag, keinen Schmerz, der nicht auch für etwas gut sein kann. Eine traumatische Kindheit macht uns nicht automatisch zu Opfern der Umstände. Sie kann uns härter, klüger und vorsichtiger machen und uns so für das Leben besser vorbereiten, als es andere Menschen vielleicht sind. Wiederhole nicht die Fehler deiner Eltern und bleib wachsam, wenn du Anzeichen einer Leidensgeschichte bei anderen erkennst, die dir verdächtig bekannt vorkommen. Nummer 6. Lass dir nichts ein- oder ausreden. Jede Kindheit ist anders, auch die schlechten können nicht miteinander in einen Topf geworfen werden. Nur weil einige Menschen von dir erwarten, dein Leben nicht in den Griff zu bekommen oder ewig unter alten Wunden zu leiden, muss das nicht automatisch so sein. Dein Trauma gehört dir und ist ein Teil von dir. Es geht niemandem etwas an, außer du möchtest das und gewährst diesem Menschen Zutritt. Nummer 7. Stell dich deinen Dämonen. Traumata haben die unschöne Angewohnheit, sich in den ungünstigsten Momenten schlagartig in unser Bewusstsein zu drängen. Wir werden dann von regelrechten Gefühlstsunamis überrollt, die hier und jetzt und auf der Stelle ihren Tribut fordern. Wenn möglich, stell dich diesen Ausnahmezuständen. Setz dich hin und lass die Gefühle zu, auch die negativen, vor allem die negativen.
Sie zu ignorieren macht sie nur stärker. Nummer 8. Reise zurück in deine Kindheit. Du kannst diesen Ratschlag wörtlich nehmen und dich mittels Seelenrückführung oder einer Hypnosetherapie unter fachkundiger Anleitung tatsächlich in deine Kindheit zurückversetzen lassen. Oder du wählst den traditionellen Weg, indem du Fotoalben durchblätterst und dich anderen Erinnerungsstücken widmest. Sprich mit Zeitzeugen dieser Jahre und versuch, so viel wie möglich in Erfahrung zu bringen. Alles, was wir wissen, verliert den Schrecken des Unbekannten. Nummer 9. Deine Gefühle haben immer recht. Kämpf nicht dagegen an, wenn du traurig, wütend, frustriert oder enttäuscht bist. Jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung und sie hat sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Erwarte kein Verständnis von anderen dafür, wie du dich fühlst, aber hab zu jeder Zeit Verständnis für dich selbst. Es ist in Ordnung, ein emotionales Wesen zu sein. Das macht uns menschlich. Nummer 10. Sei gut zu deinem inneren Kind. Es begleitet uns ein Leben lang und lässt uns niemals los. Im Falle eines Kindheitstraumas sollten wir es nicht im Stich lassen, sondern ihm die Hand reichen und gemeinsam versuchen, ein paar Versäumnisse wieder gut zu machen. Tröste dein inneres Kind, aber gönn ihm vor allem jeden Spaß und jede Freude, die das Leben euch schenkt. Unser heutiges Fazit: Zweite Chancen gewährt uns jeder Tag. Das Leiden und der Schmerz lassen sich im Leben nicht immer vermeiden. Doch wie wir damit umgehen, haben wir selbst in der Hand. Waren wir als Kinder hilflos und mussten Verletzungen, Enttäuschungen und Traumata über uns ergehen lassen, so haben wir als Erwachsene die Wahl: Flucht oder Kampf. Lebenslang den Dämonen einer unglücklichen Kindheit entfliehen zu müssen, ist nicht nur anstrengend und zermürbend. Es hält uns außerdem davon ab, unser Dasein zu genießen und das Beste daraus zu machen. Also bleibt nur der Kampf, wenn wir nicht unsere Gegenwart und Zukunft einer unseligen Vergangenheit opfern wollen. Dein Leben verdient es, gelebt zu werden. Lass nicht zu, dass ein schlechter Start einen übermächtigen Schatten auf den gesamten weiteren Verlauf deiner Existenz wirft. Als Kind warst du machtlos. Jetzt hältst du die Zügel in der Hand. Mach das absolut Beste für dich daraus, denn nichts weniger hast du verdient. Warte nicht ewig auf deine zweite Chance. Du bekommst sie jeden Tag. Du musst nur zugreifen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.